Ich kann mir nicht helfen. Für mich sieht der Junge aus wie ein Bauerntrampel. Vermutlich hat sein Vater einst bei uns Kredit für sein Land erhalten und konnte ihn dann nicht zu unseren Bedingungen zurückzahlen. Wobei Grund und Boden als Gegenwert auch nicht zu verachten sind. So ist es gewiss nicht, Signore Peruzzi. Mein Vater ist Großgrundbesitzer und als jüngster von 4 Söhnen oblag es mir, ein anderes Geschick zu erlernen. Gräme dich nicht, junger Massimo. Mein Bruder meint es nicht so. Stimmt es, dass auch der Heilige Vater zu den Kunden eures Hauses zählt? Der Papst, ja. Wir sorgen dafür, dass die Abgaben, die in seinem Namen in England gesammelt werden, zu ihm nach Avignon transferiert werden. Der Stellvertreter Christi auf Erden als Auftraggeber. Es würde mir wirklich eine Ehre sein, für die Familie Peruzzi zu arbeiten. Verzeiht meine Neugier, aber könntet ihr etwas mehr darüber erzählen? Nun, natürlich schaffen wir nicht die vielen Geldsäcke nach Frankreich, sondern betreiben mit dem Geld des Papstes Geschäfte vor Ort in England, wie zum Beispiel den Ankauf von Wolle durch unsere Londoner Firmenfiliale. Damit sparen wir uns auch die Wechselgebühren, die anstehen würden, wenn wir unsere Florin in englische Pfund tauschen müssten. Aus London wird dann eine schriftliche Zahlungsanweisung über das päpstliche Geld nach Florenz geschickt. Von dort geht es dann zu unserer Filiale in Avignon, die dem Papst anschließend den exakten Betrag auszahlt. Das wird meinen Herrn Vater vielleicht besänftigen. Er ist ein tiefgläubiger Mann und steht meiner Berufswahl sehr skeptisch gegenüber, da die Kirche in unserem Dorf das Geschäft mit Krediten und Zinsen als Wucher verurteilt, wie schon in der Heiligen Schrift geschrieben. Wir Peruzzi sind eine fromme Familie und deshalb auch verantwortungsvolle Geschäftsleute. Vermehren wir unsere Gewinne, so handeln wir im Interesse unserer Teilhaber, die es uns mit ihrem finanziellen Beitrag erst ermöglichen, dass wir hohe Kredite für besondere Kunden zur Verfügung stellen können. Es heißt, dass ihr dem König von Neapel für seine Hofhaltung und Truppenkredite gewährt. So ist es, mein Sohn. Über diese hohen Kredite schließt man mit dem Königshaus Darlehensverträge ab. Die Schulden werden auf mannigfaltige und für beide Seiten lukrative Weise beglichen. Oft überschreibt der König uns die Steuereinnahmen einer Stadt oder Provinz. Auch der Erlass von Ausfuhrzöllen für Waren, die wir in seinem Reich erwerben, zahlt sich für uns und damit auch für unsere Teilhaber aus. Es wäre mein Traum, eines Tages Teilhaber im Hause Peruzzi zu werden. Wer weiß, mein werter Massimo, wohin dich Fleiß und Ausdauer bei uns noch bringen werden. Betrachte dich hiermit als eingestellt. Danke, Signore Peruzzi. Danke, danke. Sie werden es ganz gewiss nicht bereuen. Genug davon. Und jetzt entschuldige uns bitte. Ich habe etwas mit meinem Bruder zu bereden. Erscheine beim Morgengrauen pünktlich zum Arbeitsantritt. Dann wirst du näher in dein Betätigungsfeld eingewiesen. Das werde ich, Signore Peruzzi. Das werde ich. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Auf Wiedersehen. Diese jungen Heißsporne sind doch alle gleich. Und auch dieser hier wird lernen, wo sein Platz ist. Aber es schadet ja nicht, deinen Ehrgeiz anzufeuern. Gute Buchhalter brauchen wir nun mal. Und ich einen weiteren Kredit. Der Ausbau meines Palazzo wird doch etwas kostspieliger als zunächst angenommen. Keine Sonderkondition für Familienmitglieder, das weißt du. Das weiß ich. Du zahlst dieselben Zinsen wie alle anderen auch. Och, was kümmert's mich, Tommaso? Unsere Geschäfte laufen blendend und für wahr. Was kann uns anderes erwarten als eine goldene Zukunft? Hier irrte Giotto. Beginnend mit dem Tode Tommasos, nach 28 Jahren Amtszeit an der Spitze des Handelshauses, sollte ab 1331 eine Spirale aus Misswirtschaft, schrumpfendem Stammkapital und schleppenden Kreditgeschäften mit König Eduard III. Von England in Gang kommen, die den Peruzzis das wachsende Misstrauen von Teilhabern und schließlich auch den Verlust der Geschäftsbeziehungen mit dem Pontifex Maximus beschert. Ende Oktober 1343 folgte schließlich der Bankrott. Schon in dieser frühen Phase zeigte der Kapitalismus sein Janusgesicht, waren Aufstieg und Fall oft nur eine riskante Entscheidung voneinander entfernt. Und das sollte sich im Laufe der Jahrhunderte nicht ändern.
Arm und Reich. Die Schere klafft immer weiter auseinander. Das Vermögensgefälle zwischen Arm und Reich vergrößert sich unaufhaltsam, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. 1% der Weltbevölkerung besitzt geschätzte 40% des weltweiten Vermögens. Die reichsten 2% der Weltbevölkerung immerhin mehr als 51% des weltweiten Vermögens. Und die reichsten 10% können 85% des weltweiten Vermögens ihr eigen nennen. Im dramatischen Gegensatz dazu steht die vermögensschwache Hälfte der Weltbevölkerung. Ihnen gehört weniger als 1% des weltweiten Reichtums. Global beläuft sich das Vermögen auf etwa 125 Billionen Dollar. Davon gehören ca. 4,4 Billionen Dollar den weltweit ansässigen 1.125 Dollar Milliardären. Damit vereinen sie etwa viermal so viel Vermögen auf sich wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, etwa 3,3 Milliarden Menschen zusammenbesitzt. Aber auch das wachsende Wohlstandsgefälle in Deutschland bietet Anlass zur Sorge. Experten warnen vor den längerfristigen sozialen und politischen Folgen, die diese Wohlstandskluft für unsere Gesellschaft und die Demokratie haben könnte, wenn sich ein wachsender Anteil der Bürger vom sozialen Abstieg und Armut bedroht fühlen und fordern eine aktivere Rolle der Regierung, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Die seit Jahren spürbar sinkende Wahlbeteiligung, gepaart mit Politikverdrossenheit gerade in den sozialen Brennpunkten, berge eine gefährliche Sprengkraft, der es rechtzeitig entgegenzuwirken gelte. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Jede Wahrheit hat ihren Preis. Und du hast wirklich keine Idee, wie dieser komische Anhänger in deine Reisetasche gekommen ist? Oh, wie oft denn noch, T? Ich hab das Ding heute zufällig beim Rumkramen gefunden. An meinem Schlüssel hing der nie. Ist nicht mein Stil. Ein Miniatur-Bauarbeitenschildchen mit dem handelsüblichen Schattenmann, der aber ganz handelsunüblich Mini-Dollarzeichen auf seiner Schaufel hat und auf einen kleinen Dollarzeichenberg aufhäuft. Sag es nicht. Sag es bitte nicht. Nicht heute. Schon möglich, dass das eine weitere Chiffre von Tron ist. Was will er uns wohl mit diesem Schlüsselanhänger sagen? Hört mal zu, Jungs. Wir haben nur noch wenige Tage London zur Verfügung. Die würde ich gerne so richtig ausnutzen und genießen. Mit, aber auch notfalls ohne euch. Wir verstehen uns? Ich versuche mein Bestes, Nolo. Aber mal ehrlich, du findest einen kleinen Dollarscheffler und wir befinden uns im größten der drei globalen Finanzzentren? Das ist doch kein Zufall, oder? Mir egal. Piccadilly Circus, mach doch mal die Augen auf. Ist das nichts? Egal, dann bleibt halt hier stehen. Ich gehe gleich shoppen. Also ich wusste ja, dass es in London viele Banken gibt, aber bist du dir da sicher mit dem größten Finanzzentrum? Ist das nicht eher New York oder Shanghai oder was weiß ich? Die Summen, die hier tagtäglich bewegt werden, sind gewaltig. Umgerechnet ungefähr 5 Billionen Euro. So hoch ist der Börsenumsatz mit Wertpapieren aktuell pro Jahr. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Wundert mich trotzdem. Na klar ist das hier eine Weltstadt, aber das größte Finanzzentrum hätte ich global einfach woanders vermutet. Der entscheidende Bonus ist, dass hier die Finanzmärkte in ihrem Treiben praktisch uneingeschränkt durch Regulierungen sind. Ideal für Transaktionen und andere finanzielle Aktivitäten der halsbrecherischen Art. London hat ja auch die beste Infrastruktur und Informationstechnologie für solche Geschäfte. Denn time is money.